Willkommen auf meiner Geburtstagsparty. Ihr wollt wissen, welcher Geburtstag das ist, ja? Ich höre schon das Flüstern, das Murmeln, das Raunen. Ja, nur heraus damit, na? Gut, ich versichere euch, in meinem Alter macht man daraus keinen Hehl mehr. Und jetzt ist es eine große Freude, euch ein paar meiner hochwohlgeborensten Freunde zu präsentieren. Begrüßen Sie mit mir Ihre durchlauchtigste Hoheit, Zarin Katharina die Große. Sie war die erste Frau, die mich küsste. Jetzt einen großen Applaus für mein geliebtes Pferd. Das erste und einzige Pferd, das mich gesund und munter durch all meine Abenteuer gebracht hat, die ich überlebt habe. Einzig und allein mit seinen virtuosen Hufen. Wer natürlich nicht fehlen darf, ist mein meistgehasster Autor und herzallerliebster Architekt meiner Geschichten, Gottfried August Bürger, der Vater meiner Autobiografie, wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Diesen tollen Mann wollen wir hier aber keine Bühne geben, ja? Sondern freuen uns auf all die anderen Freunde und WegbegleiterInnen, die ihr kennenlernen werdet, wenn die Party mal so richtig losgeht. Aber ihr werdet euch natürlich auch gefragt haben, warum wir meinen Geburtstag im Inneren dieses wunderbaren und mittlerweile so selten gewordenen Akustikwals feiern. Erlaubt's mir, dass ich kurz ausschweife. Ich bin ein wirklich großer Fan von Segelschiffen. Umso größer, umso besser, umso exquisiter, umso lieber. Ich meine, als General in den Diensten des chinesischen Kaisers Cheng He befehligte ich die größte Segelschiffflotte Chinas bis heute. Columbus, ein alter Freund von mir, hat mal zu mir gesagt, dass wenn er nur einen Bruchteil meiner nautischen Kenntnisse gehabt hätte, er ganz bestimmt Indien entdeckt hätte. Und Vasco, der alte Haudegen, hätte seinen Weg um das Kap der guten Hoffnung nie ohne die fundierten Aufzeichnungen meiner Flüge durch die Stratosphäre geschafft. Nun, ich habe es immer geliebt, mit meinem Schiff gleich einem hölzernen Pferd über die Wellen zu jagen, neuen Inseln und Gefahren entgegen. Und eines Morgens ist es dann passiert. Es war auf der höchsten See der Hohen See. Wir segelten gerade um den linken Flügel von Kap Horn. Die Wellen peitschten mir ins Gesicht. Wir segelten von Steuer nach Back. Wir hatten Kurs Nord-Nordwest. Die Masten brachen, die Segel zerrissen und die Segelleute hatten sich bereits unter das Deck verkrochen. Es war das reinste Inferno. Plötzlich hörte ich Musik. Ich blickte nach Backbord. Nichts.
Ich blickte nach Steuerbord. Auch nichts. Kein Schiff, weit und breit. Aber es gab keinen Zweifel. Also vielmehr, es konnte keinen Zweifel geben. Die wunderschöne Musik kam aus dem Meer. Da macht jemand Musik? Unter Wasser? Und in diesem Moment sprang direkt neben mir ein riesiger Wal aus dem Wasser. Und er blies und blies. Und da erkannte ich, dass es sich dabei um einen der seltenen Akustikwale handeln musste. Denn aus seinem Atem hörte ich es. Ich hörte es ganz deutlich. Die Musik kam aus dem Inneren des Wals. Ohne lange nachzudenken, sprang ich über die Reling in das Maul des großen Meeressäugers. Im Inneren des Wals angelangt, folgte ich einfach der Musik. Und wirklich, im Bauch des Wals standen, von einer Kerze beleuchtet, ein Schlagzeug und ein Klavier. Ihr denkt jetzt sicher, der alte Münchhausen, der hat sie nicht mehr alle. Wie soll denn bitte ein Klavier in einen Wal kommen? Aber bitte, diese beiden leidenschaftlichen Musiker sind der Beweis. Begrüßen Sie also nun mit mir mit einem großen Applaus die Band des heutigen Abends, Tombadour. Tombadour präsentiert mal wieder Marionetten im Yard, gedruckt, gepaart, gegen Gegenwind, top integriert. Wir wollen gute Geschichten gegen Wolken in Horden, gegen Burgende, hohenlose Bodenmatrosen, Worten. Das, was eben noch Spaß macht, das mit Elbe legitim, auch wenn es Krach macht. Und was sind die Regeln im Theatersaal? Wer leben will, muss leben bis zum Umfallen. Was sind die Regeln im Theatersaal? Wer leben will, muss leben bis zum Umfallen. Auf die Area soll tanzen, just like in the sweetesten Romanzen. Wir wollen Liebe für alle und das Beste in Fahrt und alle Moven. Wir kommen unser Ehrendoktorat, gib uns den ganz intimen Wahnsinn. Wir geben euch unser, wenn wir dran sind. Und wenn die Wogen glänzen, der Theaterboden glüht, lösen alle Bremsen, bis der Boden fliegt. Was sind die Regeln im Theatersaal? Wer leben will, muss leben bis zum Umfallen. Theatersaal. Wer leben will, muss leben bis zum Umfallen. Wo sind die Leute, die noch stehen, hundertprozentig am Leben? Wo sind die Leute, die es verstehen, noch bei 0 Dezibel? Wir wollen Licht und dann wollen wir Liebe. Wir wollen und die Limits wollen wir biegen, bis alles zerbricht, Schicht um Schicht. Und zu guter Letzt haben alle Frieden. Und was sind die Regeln im Theatersaal? Wer leben will, muss leben bis zum Umfallen. Was sind die Regeln im Theatersaal? Muss leben bis zum Umfallen.
Das muss ja wirklich ein exorbitant musikalischer Wal sein. Sicher, es ist auch ein Akustikwal. Verstehe. Aber warum spielt ihr hier so mitten auf, also unter dem Meer? Was so in keinem Konzertsaal klingt es besser als hier. Hier haben wir einfach Ruhe. Wir werden mal sehen, wie die Leute heute so drauf sind. Also, lieber Tombo, du hast immer so eine rote Mütze auf. Genau. Was bedeutet das? Die hilft hervorragend gegen schlecht frisierte Haare. Euer Name, Tombadour. Woher kommt der? Das kommt, am Anfang war das Tombadour und Markus Jakisic. Tombadour hat mir der Markus verpasst, als Spitzding über Tombo. Und dann haben wir gefunden, Tombadour passt auch so ganz gut. Ich bin Tomb und er ist Adur. Wobei es mehr ein Moll ist, die Sachen. Aber er ist trotzdem Adur. Baby, heute gehen wir aus. Ich spür das Kribbeln in den Füßen. Heute muss die Sau raus. Rein in die Schuhe aus dem Haus. Das Leben zieht magnetisch an mir an. Und ich bin drauf und dran zu fahren. Brennchen wirft die Kiste an. Ab mit der Kiste auf die Piste. Komm, wir fahren in ein verzaubertes Land. Geliebte, gib mir deine Hand. Du riechst so gut wie immer, Baby. Deine Augen bringen mich um den Verstand. Hoppa, halt die Karre an. Sieh da der Sandstrand. Baby, den Wandern wie ein Klang, alles wirkt so bekannt. Zwischen den Zehen der Sand, die Wolken wehen zum Abendrot. Ich liebe dich und dieses Land. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existiere jetzt und hier. Ich spiele die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existiere jetzt und hier. Spiel die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Geliebte, gehen wir zu der Bude da. Links hinterm Hügel in der Grube da. Baby, wir stehen beide nicht auf Business, Stress als Jubelschar. Und deine Knote liegt gebar, wie die da langt. Mein Tanztank ist gefüllt bis zum Rand. Und deinen Tanz verlangt der Anstand. Man ist ja schließlich Mensch und nicht Wandschrank. Bedingt, ich höre deinen Klang. Tombadour vom Tonband. Dirigiert seit neuestem mein Tonland. Baby, du shakest wie immer so süß und entspannt. Ich lieb dich, dich hat mir der Himmel gesandt. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existier jetzt und hier. Spiel die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existier jetzt und hier. Spiel die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existier jetzt und hier. Spiel die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Ich hab so ein Gespür mit dir. Du bist für die, ich existier jetzt und hier. Spiel die Drums, du das Klavier in mir. Baby, wir sind hier, komm, heute dreh ich mich mit dir. Danke für dieses wunderschöne Lied. Lasst uns also, last but not least, die große Überraschung des heutigen Abends ankündigen. Bekannt aus Radio, Film, Fernsehen, Comedy und Satire. Der Tausendsasser der Darstellung. Vorgestern der Sprachcoach von Oskar Werner. Gestern die Jungfrau von Orléans in der Met. Und heute schon hier im Akustikwahl. The one and only, glaubt es oder nicht, der Mann im Mond. Herbert Heider! Ja, mein, vielen herzlichen Dank, gell? Ja, danke. Na, ist nicht notwendig so viel. Na, passt, danke. Lieber Baron, oder soll ich jetzt sagen, Freund? Was sage ich denn jetzt? Lieber Freund, na, wie auch immer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebes Publikum. Eines steht fest und daran ist nicht zu rütteln.
Der Baron von Münchhausen, von dem ich einige seiner Abenteuer erzählen darf, hat wirklich und richtig gelebt. Und zwar von nun, ja, 300 Jahren. Er wurde im Braunschweigischen geboren, heißt Hieronymus mit Vornamen und wurde kaum aus der Schule, ist er Offizier geworden, nicht? Heute würde man wohl sagen Manager. Das war damals bei Söhnen aus dem Adel so üblich. Und das ist heute wohl bei gut situierten Kindern auch noch so. Aber wann war denn nun dieses damals? Es war zu der Zeit, als Kaiserin Maria Theresia in Österreich, Friedrich der Große in Preußen und Katharina die Zweite in Russland regierten. Nein, ich meine, das war eine tolle Zeit. Überall gab es Krieg, überall gab es Armeen. Und weil es überall Armeen gab, brauchte man auch überall Offiziere. Genauso geht es mit dem Hieronymus von Münchhausen. Eines Tages, als es ihm daheim zu langweilig wird, tritt er in die russische Armee ein. Davon abgesehen, erzählt er beim Roten Bund seine ganz erstaunlichen Geschichten. Aber was an den Geschichten ist denn nun wirklich so erstaunlich? Ja? Sie stecken voll der tollsten Lügen. Durch Lügen kann man also berühmt werden? Noch nicht. Oder besser, nur wenn man Präsident oder Regierungschef ist. So zu lügen wie Münchhausen ist jedoch eine Kunst. Und nun wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Vergnügen auf der Geburtstagsfeier unseres lieben Freundes und Geschichtenerzählers Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen. Mein lieber Freund, lieber Herbert, ich danke von ganzem Herzen für diese wunderbare Laudatio und für diese langen, langen Jahre der Freundschaft. Danke. Alles Gute. Mein Freund Münchhausen saß auf allerlei wundersamen Pferden. Auf Windhunden, die ihn rasch durchs Land trugen. Ja, sogar auf einem Eisbären, damit seine Füße nicht festfrieren konnten. Er hat sich sogar einmal von Wildgänsen durch die Luft ziehen lassen und ist, ja, sogar auf einer Bohnenranke durch die Luft zum Mond hinaufgestiegen. Einer seiner Reisen allerdings mutet noch seltsamer an als die anderen. Es war einmal wieder Krieg. Irgendwo und wer gegen wen, also das entzieht sich jetzt gerade meiner Erinnerung. Ist ja nicht so wichtig. Erinnerungslücken kommen ja in den höchsten Kreisen vor. Nun, sie belagerten eine Stadt. Und er wurde dazu auserkoren, alles auszukundschaften. Doch leichter gesagt als getan. Die Stadtmauern waren sehr hoch und überall gab es Wachposten. Ich kann nur von unten kommen, also mich durchgraben. Oder ich komme von oben aus der Luft, hat er gedacht. Da wurde unweit von ihm eine Kanone abgeschossen, wohl zur Warnung. Hopp! Ohne lange nachzudenken, saß er mit einem Schwung auf der fliegenden Kanonenkugel. Er hielt sich fest und ließ sich den frischen Wind ins Gesicht blasen. Herbert, in diesem Moment, da kam mir, warum auch immer, dieses Gedicht von Erich Kästner in den Sinn. Die Zeit ist groß, so groß ist sie. Sie wächst zu rasch, es wird ihr schlecht bekommen. Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Sie wuchs, sie wächst, schon geht sie aus den Fugen. Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut. Rings in den Wasserköpfen steigt die Flut. Und Ebbe wird es im Gehirn der Klugen. Der Optimistwind schlägt im Blätterwald. Die guten Leute, die ihm Futter gaben, sind glücklich, dass sie einen Vogel haben. Der Zukunft werden sacht die Füße kalt. Wer warnen will,
Den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Danke. Und just in diesem Moment kam unserem lieben Freund in den Sinn, dass er ja auch wieder aus der Festung rauskommen wollte. Aber die Rettung war schon in Sicht. Denn als eine Kanonenkugel der Gegner an ihm vorbeiflog, zögerte er nicht lange. Nach einem eleganten Sprung von der Kanonenkugel stand er wieder sicher auf dem Boden. Ich meine, es soll ja sein, dass manche Menschen nicht genug kriegen vom sich bekriegen und in heroischen Schlachten zu kämpfen. Entschuldigung, ich habe das auch einmal kurz recherchiert. Das Wort Schlacht leitet sich vom althochdeutschen Wort Slater ab, das aus dem mittelhochdeutschen Wort Slat hervorging. Und die Bedeutung des Wortes war und ist Tötung und ist ja auch heute noch gebräuchlich. Genau. Also wer schon mal in einem modernen Schlachthof war, der kann sich dann ungefähr vorstellen, wie es auf den vielen Schlachtfeldern zugegangen ist, auf denen ich unterwegs war. Das Endprodukt war immer das Gleiche. Aber ich will euch den schönen Abend nicht vermiesen. Ja, das ist aber lieb von dir. Du rühmst dich ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du nie auf einen anderen Menschen geschossen hast, oder? Genau. Na, dann kann ich ja ohne Probleme das Highlight deiner subversiven Künste auf dem Schlachtfeld erzählen. Es war ja auch zugleich der Höhepunkt und das Ende deiner glorreichen Offizierskarriere. Genau, also danach, da wollte mich dann niemand mehr in seiner Armee verpflichten. Ich war dann sozusagen in temporärer Kurzarbeit, also sehr kurz. Ja, da hast du mal wieder Gewissen vor Kapital gestellt. Ja, das könnte man wohl so sagen. Also eines Tages, eine neue Schlacht stand bevor, hast du beschlossen, dem ewigen Gemetzel ein Ende zu bereiten. Deshalb besorgtest du dir von den umliegenden Bauern alle Säcke voller Gänsefedern, die du bekommen konntest. Zum Glück hatten die Soldaten hüben wie drüben ausgiebig gegessen und getrunken. Die haben alle tief und fest geschlafen und keiner bemerkte meinen nächtlichen Besuch. Und nach getaner Arbeit ging ich zurück zu meinem Zelt, um noch ein paar Stunden zu schlafen. Am Morgen haben dich und alle anderen dann laute Trommelklänge geweckt. Tombo? Danke. Und schon wenige Minuten später fiel der erste Schuss. Aber es klang anders als sonst. Viel leiser. Es schneite hunderte und aberhunderte von Gänsefedern. Da und dort musste der erste Soldat lachen, weil die Federn sie an empfindliche Stellen kitzelten. Andere kamen aus dem Niesen nicht heraus und schon bald saßen alle irgendwo am Boden und hielten sich den Bauch vor Lachen. Ich meine, das Lachen war echt ansteckend und plötzlich wurde auf dem ganzen Schlachtfeld nur noch gekichert und gelacht. Genau, also nach diesem wunderbaren Abschluss meiner glanzvollen Karriere als Offizier habe ich mich auf dem Weg in die Selbstständigkeit gemacht. Ja, das hast du schön gesagt. Sozusagen von der Hand in den Mund, immer der Nase nach. Aber du hattest eine ganz bestimmte Richtung. Genau, die Richtung der Liebe. Ah, herrlich. Da kommen mir fast die Tränen. Münchhausen und die Liebe. Ein Lustspiel in drei Akten, ganz nach Oeden von Horvath. Jetzt übertreibst du aber. Also ich meine, an manchen Tagen, ja, da springt man so leichtfüßig durchs Leben, als hätte man ein paar Sprungfedern an den Füßen. Und mein Pferd und ich, wir waren dabei ein richtig, wirklich super Team. Thank you.
von und zu. Dein von und zu ist mir egal. Da habe ich mehr als genug davon. Gib mir 3 Minuten. Warte auf mich. Also diese Dame, die hat auf mich einen so enormen Eindruck gemacht, dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf wollte. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich sie dann aber einfach weiterfahren lassen und bin anderen Abenteuern nachgejagt. Doch vergessen konnte ich sie nicht. Dass das sozusagen der erste Liebeskummer meines Lebens war, das wurde mir eigentlich erst später bewusst. Nicht wusstest, wohin mit dir, bist du erst einmal durch Büsche und Wälder geirrt, immer auf der Suche nach deinem Weg. Du warst sozusagen einer der ersten Couchsurfer weltweit. Genau. Also wirklich und ehrlich, trifft man beim Couchsurfen Menschen? Ja. Also quasi sowas wie in Venedig einen Venezianer oder in Wien einen Wiener. Ich habe mir gedacht, da trifft man nur Saisonarbeiterinnen. Wie ist denn zu der Idee gekommen? Das wird jetzt schon ein bisschen zu weit führen, oder? Ich meine, man reist doch wegen die coolen Destinations und nicht wegen die Leute, die einem da irgendwie unabsichtlich durchs Bild laufen, oder? Also, du hast einen von innen leuchtenden Sack von einer Frau im Wald bekommen. Das kann ich nicht glauben. Aber es ist so, das ist wahr. Ah ja? Danke. Und warum sammeln wir nicht gleich alle Sonnenlicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch einfach nur uncool und wir überlassen es als gekrönter Abschluss der Schöpfung lieber den Pflanzen. Naja, den Sack von damals, den habe ich immer noch. Und der dient mir immer noch zur Weiterentwicklung von meinen Sonnenlichtflugzeugen und von meinen Sonnenlichtschiffen. Ja, also danke für diesen wunderbaren Einblick in deine Entwicklertätigkeit. Sehr spannend. Ja, aber wir wollen deine Gäste nicht mit Banalitäten der Klimarettung langweilen, oder? Genau, ich meine, so fade Geschichten braucht ja niemand auf einem Fest. Du hast also die Welt bereist. Genau. Und darüber ist es dann Winter geworden. Genau, es schneite so stark, wie es noch nie ein Mensch erlebt hatte. Es war der stärkste Schneefall seit dem Ende der letzten Eiszeit. Zuerst hast du deinem lieben Pferd eine Pause gegönnt und nahmst deine Kutsche. Genau. Doch diese Reise war weniger erquicklich, denn der Wind auf dem Kutschbock war eisig und der Kutscher wollte an jeder Schenke stehen bleiben. Genau, und zwar an jeder einzelnen. Und das wurde sogar mir zu viel. Ja, aber es gab doch noch eine andere Schrecklichkeit. Genau. Geistesgegenwärtig sprang ich hinzu. Sogar Instrumente wollen gut behandelt sein. Die Trompete, die hat mir später mal erzählt, dass durch diese extrem feuchte Aussprache des Kutschers die Töne in ihrem Inneren einfach festgefroren waren. Und durch das meine Herzenswärme diese Töne wieder aufgetaut wurden. Ja, sehr schön. Aber jetzt gleich zurück zur Geschichte. Es war, als würde der Himmel keine Schneeflocken, sondern ganze Wolken auf ihn herabwerfen. Als Münchhausen erfuhr, dass es sich bei der Dame aus der Kutsche von vorhin um Katharina die Große, die Zarin von Russland, gehandelt hatte, wollte er nach St. Petersburg, zu ihr. Was mich an Münchhausen fasziniert, ist seine Geistesgegenwärtigkeit und Improvisationsgabe.
Chapeau? Meine sehr geehrten Damen und Herren, es tut mir wahnsinnig leid, Sie hier unterbrechen zu müssen. An dieser Stelle sollte eine Szene folgen, wo ein Pferd vom Kirchturm heruntergeschossen wird. Diese Szene können wir unter keinen Umständen stattfinden lassen, denn das würde gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Ihre Polizeiinspektion. Das enorme nächtliche Tauwetter hatte alles Land ringsumher in einen riesigen Sumpf verwandelt. Und so seid ihr beide unsanft im Schlamm gelandet. Und letztendlich war es der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Das war's jetzt. Gute Nacht. Schöne Welt. Bitte halt. Münchhausen, jetzt denk einmal nach. Hat deine Omi nicht oft zu dir gesagt, man muss sich manchmal fest beim eigenen Schopf backen, damit man nicht untergeht? Ach, ja, danke. Herbert, danke. Danke. Als ich nach oben schaute, sah ich nichts. Rein gar nichts. Aber ich hätte was sehen müssen, denn es war gerade Vollmond und der Himmel war wolkenlos. Da dämmerte es mir. Beherzt griff ich in meine Rocktasche und holte eine Handvoll Bohnen heraus, die mir der Maharaja von Vishnupur zum Dank für seine Befreiung aus sehr unsäglichen Missständen geschenkt hatte. Ich setzte sie in den schlammigen Boden ein und sogleich wuchsen mehrere Bohnenranken in den Himmel empor. Weiter zu zögern, kletterte ich an ihnen hinauf. Ich sollte ein Taschentuch aufhängen, so als Zeichen für meine exorbitante Reise. Aber halt, wie kommt denn das Schiff daher?
Bin ich doch nicht der Erste? Ach, Quatsch! Wer soll denn da schon da sein? Mit einem Boot oder pappalapapp? Wer sagt überhaupt, dass das Boot schon vor mir hier war? Und dass überhaupt ein Seemann drauf war? Ha? Hau ab! Weg! Ab! Menschen! Ich habe euch nicht eingeladen! Also verschwinde! Fremdes Menschenpack! Ja, aber so beruhig dich doch. Menschen haben auf dem Mond nichts zu suchen, also schaut, dass ihr weiterkommt. Aber du bist doch auch ein Mensch. Ein Mensch? Immer, das wäre ja noch schöner. Wie kommst du denn darauf? Na da, schau dir halt an. Ah. Das bin ja ich. Ein Mensch. Das hatte ich ganz vergessen. Wie heißt du denn, mein edler Mensch? Ich heiße, Das habe ich jetzt auch vergessen. Und wie seid ihr hier auf den Mond gekommen? Ja, das ist schon so lang her. Ja, ich kann mich leider nicht erinnern. Vielleicht mit dem Boot? Mit dem Boot? Ja, richtig, mit dem Boot. Also ich saß in dem Boot und da war ein Fisch, also ein riesiger Walfisch, und der spuckte Wasser aus seinem Rücken. Das Boot... ich weiß es nicht mehr. Gibt's ja nicht. Und die Fontäne des Walfisches hat euch dann hoch auf den Mond geschleudert. Ja, richtig. So war's genau. Ja, aber wohnst du dann ganz alleine hier? Ja, ich glaub schon. Zum Glück. Aber wie fad. So öd. Na du, ich mein, da gibt es ja oben genug zu tun. Und was wäre das? Schau her. Ich nehme einen Stein und... Das ist ja spektakulär. Das ist ja echte Zauberei. Na, das Einzige, was sich hier auf dem Mond anstellen lässt. Und ich weiß eigentlich nicht mehr, warum ich es eigentlich tue. Aber fehlen dir nicht die anderen Menschen von der Erde? Ja, ich kann mich kaum noch an die anderen Menschen erinnern. Und wenn, dann sind es keine guten Erinnerungen, weißt du? Neid, Gier, Hohn, Hoffnungslosigkeit. Ja, aber hattest du keine Freunde, keine Familie? Hm? Sehr geehrter Herr Mann im Mond, wollen Sie mir nicht zeigen, wie ihr dieses seltene Spektakel mit diesem Stein zustande bringt? Na klar. Und? Also, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Oh, na, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, dank dir. Ich weiß übrigens, warum du die Steine über den Himmel schleuderst. Ja? Warum? Du gibst den Menschen etwas, von dem man nie genug kriegen kann. Aha. Ja, was denn? Hoffnung. Aha. Also, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann glaub ich dran, dass selbst meine größten Wünsche irgendwann mal in Erfüllung gehen. Aha. Mein lieber Freund, ich lasse dich dann mal wieder alleine. Na dann... Viel Glück. Komm mich doch mal besuchen. Ja, mach ich. Gerne. Also ich bin in der Nähe eines großen Wassers. Also man könnte schon fast sagen, es ist ein Meer. Auf die Erde zurückgekommen. Ich überlegte nicht lange und stieg ins Wasser. Kaum war ich unter Wasser angekommen, sah ich ein Seepferd auf mich zuschwimmen. Ich meine, viele wollen ja nicht glauben, dass Seepferde so groß wie unsere Pferde hier an Land werden können. Doch es ist so. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Ja, mehr noch. Ich bin auf einem Krippen. Also zum Glück habe ich ja auf einer meiner Reisen
lange Zeit bei den Apnoe-Tauchern verbracht, die mir das stundenlange Luftanhalten unter Wasser gelernt haben. Und so ritt ich also langsam durchs Wasser. Und ich staunte, was es auf dem Meeresgrund alles zu sehen gab. Und zu guter Letzt aber passierte etwas Einzigartiges. Und das werde ich vielleicht ein anderes Mal erzählen. Wasserscheren gleich sie treiben, der Netze graue Spuren um uns glühen. Die Fischer sind die Fischer, die uns bleiben, bis wir in unsere Ahnen besser ziehen. Blüht die Liebe, bis wir in unsere Hahnenwässer schwimmen. Leben unter kleinen Fischen, essen unter kleinen Fischen, warten unter kleinen Fischen, ob nicht doch was kommt, um mitzumischen. Irgendwie immer dazwischen, hier bewegt man sich in Nischen. Ob es so gehört, klar gehört es so, was anders würden wir es wissen. Jeder tut die anderen briefen, alle Kreise dicht zu schließen. Alle Kreise dicht, keine Schneise, nicht leise pflegen wir zu wischen. Hände bitte in die Hüften, alle tun nach allen Duften. Schritt nach vor, Schritt zur Seite, solange wir uns leiten, haben wir nichts zu fürchten. Wie Nebel steigt der Schaum, wenn sie uns binden. Wir Schatten bricht das Licht nicht blau noch. Fischer sind's, die Fischer, die uns finden, bis wir in unsere Hahnenwässer ziehen. Die Wellen schlagen Kronen auf und nieder. Sie kümmert nicht, sie müssen nicht verstehen. Wässern blüht die Liebe, bis wir in unsere Ahnenwässer schwimmen.